Heute habe ich für all diejenigen, die schon immer einmal selbst forschen wollten, eine spannende Webseite. Und zwar geht es hierbei um Sooniverse. Wie ihr hier in der Übersicht schon sehen könnt, habe ich mich schon einmal angemeldet. Und hier sieht man jetzt schon mal die ganzen verschiedenen Projekte, bei denen man dann tatsächlich aktiv mitwirken kann. Und zwar stehen dann hier oben die Disziplinen, in denen man dann quasi selbst mitforschen kann. Da gibt es ganz verschiedene, wie zum Beispiel Kunst, Biologie, Klima, Geschichte, Sprache, Literatur, Medizin, also Gesundheit, Heilung, Natur, Physik, soziale Sachen und natürlich Weltraum. Für mich spannend, also für mich persönlich spannend, sind natürlich die Exoplaneten und eine ganz spannende Sache war noch genau diese Solar Stormwatch. Da könnt ihr Solarwinde beobachten, also koronale Massenausstöße. Und ja, am besten ihr sucht euch da einfach mal selbst für euch passende, spannende Themen raus und macht da einfach mal mit. Wir können ja einfach mal hier bei diesen Exoplaneten suchen, mal reinklicken, dann kann ich euch mal einen kompletten Ablauf davon zeigen. Hier steht dann schon Discover New Planets Orbiting Other Stars in Our Galaxy, was so viel heißt wie finde neue Planeten, die andere Sterne in unserer Galaxie umkreisen. Dann kann man da auf Learn More gehen. Transiting Exoplanets und das Teleskop nimmt sozusagen winzige Helligkeitsschwankungen wahr, wenn ein Planet eine Sonne umkreist. Und ja, diese winzigen Helligkeitsschwankungen, da seid ihr dann dran, die herauszufinden, beziehungsweise zu finden. Ihr seht hier schon so eine kleine demografische Übersicht. Dann klickt man hier auf Join In. Exoplanet, Explorers, Talk. Introduce yourself, da könnt ihr euch dann irgendwie anmelden oder was auch immer. Dann gehen wir auf Classify. Und dann sind wir in der richtigen Übersicht. Und jetzt steht hier oben schon Already Seen, das bedeutet, den Task habe ich sozusagen schon mal gemacht. Und ja, da seht ihr dann hier die Lichtkurve, die quasi einmal absinkt, sobald sich der Planet sozusagen zwischen Sonne und Teleskop befindet. Und daneben steht dann immer noch eine Erklärung, wie genau man hier vorgehen soll. Check Field Guide. Okay. Und dann klickt man hier, ist das jetzt ein Exoplanet oder nicht? Ich würde sagen, in dem Fall ja. Dann klickt man hier auf Done. Fertig. Specification. Does it looks like a Transiting Planet. Ah, das muss ungefähr so aussehen. Ah, okay. Weiter. Hier sieht man, ja, okay. Hier fällt das Licht ab. Stimmt ungefähr auch mit den anderen beiden Graphen überein. Würde ich jetzt sagen, ja, fertig. Ihr könnt dann selbst nochmal, ja, Planeten hier suchen mit dem Kepler-Weltraumteleskop. Und bei euch wird dann hier wahrscheinlich noch nicht Already Seen stehen. Habt da letztes Mal ehrlich gesagt auch nicht so drauf geachtet. Aber ja, das wäre so eine Möglichkeit, hier wirklich aktiv an Forschung teilzunehmen. Falls ihr da aus vielen anderen Gründen nicht zu in der Lage seid, man kommt ja da nicht mal einfach so hin. Ja, ich hoffe, das kurze Video-Tutorial hat euch soweit gefallen. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und wenn ihr ein Abo dalasst, sorry, dann natürlich umso mehr. Habt noch einen schönen Tag und bis bald mal. Tschüss.